Moin, ihr kleinen Motorsportschweinchen. Ich vermute, dieses Video wird einige Likes haben, da man in dem gesamten Video mein Gesicht nicht sieht. Ich habe mir ein Kupplungskit bestellt mit einem Einmassenschwungrad. Was ich mir dadurch erhoffe und was so ein Einmassenschwungrad genau ist, das klären wir. Aber vorab möchte ich kurz darüber sprechen, wie so eine Kupplung überhaupt aufgebaut ist. Also, wie ist so eine Kupplung aufgebaut? Fangen wir mal mit dem Schwungrad an. Das ist ein Einmassenschwungrad. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich. Aber vorab, was macht dieses Teil überhaupt? Das Schwungrad hier hat zwei Seiten. Und zwar ist diese Seite hier direkt mit dem Motor verbunden über die Kurbelwelle. Das heißt, die Kurbelwelle ist hier angeflanscht und die Energie, die von unserem Motor kommt, beziehungsweise die Rotation, wird über diese Verbindung direkt an das Schwungrad übertragen. Das heißt, es dreht sich immer munter mit. Interessant für uns ist jedoch die andere Seite. Also, was sehen wir hier? Wir haben eine Reibfläche, eine kreisrunde Reibfläche. Und darauf ist unser nächstes Bauteil platziert. Und zwar eine Reibscheibe. Die Reibscheibe hat, anders als das Schwungrad, zwei Reibbelege auf beiden Seiten. Hier sieht man, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bremsbelag, identisch auf beiden Seiten. Und das Teil sitzt hier so drauf. So, wir haben schon gelernt, das Schwungrad ist mit dem Motor verbunden und die Reibscheibe ist über diese Verzahnung hier mit der Getriebewelle direkt mit dem Getriebe verbunden. Das heißt, hier, wo meine Hand ist, ist unser Getriebe. Da, wo der Boden ist, ist unser Motor. Solange die Reibscheibe und das Schwungrad eine kraftschlüssige Verbindung haben, das heißt, dass die Reibung so groß ist, dass wir keine Relativbewegung haben, sondern das ganze System sich bewegt, übertragen wir die Energie von dem Motor über das Getriebe an unsere Räder und auf die Straße. Haben wir aber den Fall, dass wir die Reibscheibe hier anheben bzw. von unserem Schwungrad trennen, dann dreht sich nur der Kollege weiter, denn er ist ja immer mit dem Motor verbunden. Das heißt, unser Schwungrad dreht sich immer drehzahlabhängig mit dem Motor mit und die Reibscheibe eben nicht. Ist das der Fall, dann ist eben hier die Verbindung unterbrochen. Wir haben hier keinen Kraftschluss mehr. Heißt, unser Getriebe bekommt nichts von dem mit, was der Kollege hier mit dem Motor veranstaltet. Die haben eine eigene Party, die dürfen nicht mitmachen, das Ganze steht. Diese Situation haben wir, wenn wir die Kupplung gedrückt haben. Jetzt lasse ich meine Kupplung los und wir haben wieder eine kraftschlüssige Verbindung. Und alle feiern gemeinsam ihre Party. Wup, 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 wup. So, jetzt bleibt zu klären, wie kriegen wir das hin, dass der Kollege sich von dem hier trennt. Da kommt die Druckplatte ins Spiel. Das hier ist meine Druckplatte. Die Druckplatte ist über die Schrauben hier fest mit dem Schwungrad verschraubt. Das heißt, die Druckplatte gehört hier drauf. Und in meinem System ist die Druckplatte immer fix mit dem Schwungrad verschraubt. Das heißt, die Druckplatte dreht sich dementsprechend genauso schnell wie das Schwungrad, genauso schnell wie die Kurbelwelle. Aber die Reibscheibe da drin, die feiert immer noch ihre eigene Party, denn das ist der Kollege, der mit dem Getriebe verbunden ist. So, jetzt müssen wir uns das so vorstellen. Meine Druckplatte ist in unserem Fall der Türsteher. Das heißt, die Druckplatte ist immer mit dem Schwungrad verbunden. Das ist eine Einheit. Türsteher, Disco. Unsere Reibscheibe, die jetzt hier zwischen ist, quasi im Sandwich, ist unser Gast. Die Disco, die läuft immer. Da ist immer Mucke, ist immer Party. Gar keine Frage. Und Kollege Druckplatte, in unserem Fall Türsteher, regelt, ob denn die Reibscheibe mitspielen darf oder nicht. Wir sehen hier Tellerfedern oder auch Membranfedern genannt. Jetzt kommt der Komplize von dem Türsteher hier ins Spiel. Ausrücklager. Herr Ausrücklager ist quasi der Kollege von Atze Türsteher. So, Ausrücklager und Druckplatte bilden ein Team.
das Ausrücklager wird hydraulisch angesteuert. Das heißt, ich drücke mit einer Kraft auf diese Tellerfedern. Das führt dazu, dass die Tellerfedern sich nach innen biegen und ich der Reibscheibe Spiel gebe. In diesem Zustand hier feiern alle eine gemeinsame Party. Das heißt, wenn das hier verschraubt ist, drücken die Tellerfedern den Reibbelag und somit auch die Reibscheibe gegen das Schwungrad. Das ganze System dreht sich. Wenn aber das Ausrücklager, welches ich durch mein Kupplungspedal ansteuere, die Kraft hier drauf gibt, dann biegen sich die Tellerfedern innen ein und ich gebe der Reibscheibe Spiel. Das heißt, ich entlaste die Reibscheibe und diese Fläche hier zieht sich in die Richtung. Dementsprechend habe ich hier Freiraum. Das heißt, damit regle ich den Kraftschluss zwischen den Kollegen hier. So, zusammenfassend. Das System, wie wir es hier so jetzt gerade sehen, bildet eine Einheit. Das heißt, das komplette System dreht sich. Die Energie, die jetzt vom Motor aus übertragen wird, geht direkt über die Getriebewelle an das Getriebe und somit auch weiter an meine Räder. Wenn ich mein Kupplungspedal trete, gebe ich eine Kraft auf das Ausrücklager. Das Ausrücklager drückt mir die Tellerfedern ein. Die Tellerfeder trennt meine Reibscheibe von dem Schwungrad und wir haben keinen Kraftschluss und ich habe keine Kraftübertragung über das Getriebe an meine Achse und sprich an meine Räder. So, ich hoffe, das habt ihr verstanden. Wenn nicht, lasst trotzdem ein Like da. So, zu Beginn des Videos hatte ich gesagt, dass ich ein Einmassenschwungrad habe. Was bedeutet das? Also, wir nehmen mal wieder das Schwungrad hier. Und zwar ist dieses Schwungrad, wie das Wort Einmassenschwungrad schon sagt, besteht es aus einem Teil. Es ist eine Masse. Üblicherweise, beziehungsweise in den Serienfahrzeugen ist es so, dass man hier ein Zweimassenschwungrad hat. Das heißt, das Schwungrad besteht aus zwei Teilen und diese zwei Teile sind über Torsionsfedern miteinander verbunden. In meinem Fall ist das jetzt eine Tuningkupplung. Das heißt, das Schwungrad ist deutlich leichter. Mein Serienschwungrad, das Zweimassenschwungrad, was derzeit noch verbaut ist, ich euch deswegen nicht zeigen kann, wiegt, ich glaube, 12,6 Kilo. Dieses Einmassenschwungrad wiegt 5,9 oder 5,8, irgendwie so, unter 6. Wir haben eine grobe Einsparung von ca. 50% an der Kurbelwelle. Was das bedeutet, sage ich euch gleich. Aber erst einmal kann man die Torsionsfedern einfach weglassen. Das geht. Wozu sind die Torsionsfedern da? Die Torsionsfedern dämpfen Schwingung aus, denn die Leistung, die vom Motor kommt, die ist ja nicht gleichmäßig. Die spüren wir gleichmäßig, weil das System die Unebenheiten quasi ausgleicht und uns als Fahrer spüren lässt, der Motor läuft total rund. Aber wenn die einzelnen Zylinder zünden, haben wir ja Kraftimpulse. Wir haben keine gleichmäßige Kraftübertragung, sondern wir haben ständig kleine Impulse. Und diese kleinen Impulse werden durch die Torsionsfedern ausgebessert. Das habe ich bei meinem Einmassenschwungrad jetzt nicht mehr. Aber ich habe dafür eine gefederte Kupplungsscheibe bestellt. Hier sieht man die Torsionsfedern, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die hat jetzt mein Einmassenschwungrad zwar nicht mehr, aber dafür meine Kupplungsscheibe. Das heißt, die Kraftspitzen, die ich habe, werden hierdurch ausgeglichen. Oder auch dasselbe beim Anfahren. Denn der Punkt zwischen keiner Kraftübertragung und Kraftschluss, der kann sehr hart sein. Das ist bei Motorsportfahrzeugen normal, deswegen starten die immer sofort voll durch. Auch teilweise fahren die mit einem kleinen Burnout aus der Box raus. Die können gar nicht anders. Der Kraftschluss kommt sehr direkt. Hier wird das Ganze so ein bisschen abgefedert, wortwörtlich abgefedert durch die Torsionsfedern und dementsprechend kann ich etwas sanfter anfahren. Das wird härter sein als bei einem Zweimassenschwungrad, denn das Zweimassenschwungrad hat größere Federn und gleicht somit mehr aus. Beim Einmassenschwungrad wird es jetzt ein bisschen abrupter sein und man wird im Leerlauf einen Klackern hören. Das sind die einzelnen Flanken, die dann gegeneinander stoßen. Das ist aber alles halb so wild. So, was erhoffe ich mir dadurch? Ich spare 50% des Gewichtes von meinem Schwungrad. So, wir haben am Anfang gelernt, das Schwungrad ist
hier drüber direkt mit dem Motor verbunden. Das heißt, die Kurbelwelle muss ja gegen dieses Gewicht hier ankämpfen. Die Kurbelwelle dreht permanent den ganzen Kollegen und seinen Türsteherfreund und die Reibscheibe ja die ganze Zeit mit. Nun kennt ja jeder die Massenträgheit, beziehungsweise viele sprechen davon. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich kennt. Aber ganz einfach gesprochen, die Massenträgheit besagt ja einfach nur, dass der Kollege hier da bleiben will, wo er ist. Viele sprechen über Massenträgheit, ich weiß aber nicht, ob jeder weiß, worum es da geht. Ganz einfach gesagt, der Kollege Motor sagt, du drehst dich jetzt. Aber Kumpel Disco hier hat da gar keinen Bock drauf. Massenträgheit bedeutet einfach, dass er hier so träge ist, dass er gar keine Lust hat, sich zu drehen. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, das Gewicht hier zu reduzieren, dann hat es der Motor leichter. Denn das Gewicht ist ein ganz ausschlaggebender Faktor, wenn es um die Massenträgheit geht. Je weniger Gewicht wir haben, desto geringer ist auch die Trägheit für den Motor. Wir sprechen hier nicht von Mehrleistung, das ist ganz wichtig. Wenn ihr euch ein Kupplungskit kauft mit einem Einmassenschwungrad und ihr spart Gewicht, denkt nicht, dass das in mehr Leistung resultiert, sprich in mehr PS. Aber ich glaube dennoch, dass wir dadurch trotzdem schneller sind. Warum? Dadurch, dass der Motor nun weniger Masse hat, die er bewegen muss an der Kurbelwelle direkt, kann er schneller hochdrehen. Das heißt, was ich mir jetzt hier erhoffe, ist, dass meine Drehzahl statt so hoch geht, im Idealfall so hoch geht. Also Klartext, ich nehme dem Motor ein wenig Last ab, er hat weniger Gewicht anzukurbeln, dementsprechend steigt die Drehzahl schneller. Eine schneller steigende Drehzahl ist besonders bei meinem Saugmotor wichtig, da wir mit höherer Drehzahl ja auch mehr PS haben. Ja? Beim Saugmotor ist im Drehzahlkellerbereich ja bekanntlich nicht so viel los, daher muss ich schnell zusehen, dass ich aus dem Drehzahlkeller in den oberen Bereich komme. Indem ich hier Gewicht spare, erreiche ich genau das. Aber erwartet auch hier keine viel zu große Verbesserung, denn die Trägheit relativiert sich mit steigender Geschwindigkeit. Was bedeutet das? Nehmt euer Fahrrad, schaltet einfach mal in Gang 12 und dann fahrt ihr los. Das erste Reintreten ist super schwer, das zweite ist ein bisschen leichter, das dritte noch viel leichter und sobald das Rad erstmal rollt, ist es ziemlich easy. Das heißt, mit steigender Geschwindigkeit relativiert sich die Massenträgheit. Das heißt, wenn wir erstmal ab einem bestimmten Drehzahlbereich sind und das Ganze ja bereits ins Rollen gekommen ist, beziehungsweise seine Rotationsenergie hat, dann haben wir keinen besonders hohen Mehrwert. Warum mache ich das Ganze trotzdem? Ich schlage hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Beziehungsweise wenn die Kupplung verschlissen ist, sogar drei. Also Kupplung ist verschlissen, ich habe eine neue Kupplung, ein komplettes neues Kit. Eins. Zweiter Punkt, ich komme schnell aus meinem Drehzahlkeller raus. Das heißt, wenn ich aus dem Kurveninneren raus beschleunige, bin ich schneller auf Drehzahl. Und der letzte Punkt ist, ich spare Gesamtgewicht am Fahrzeug. Und in dem Fall sind das bei mir jetzt 6 Kilo, was nicht wenig ist. Also alles in allem. Ich werde die Kupplung hier, das ist ein Set von PTB, ich werde das Ganze einbauen, testen, da gibt es noch ein separates Video, dann werde ich euch meine Eindrücke schildern und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wie gesagt, das Video hatte schon mal einen positiven Aspekt, mein Gesicht ist nicht drauf, daher würde ich mich über einen Like freuen und wir sehen uns wieder, wenn die Kollegen hier eingebaut sind und dann werde ich euch mal schildern, was ich da für Unterschiede merke. Danke fürs Zuschauen. Haut rein!